Es ist nicht für lange. Nur so lange, bis sie genau wissen, was los ist. Bitte lass mich nicht hier. Nur für ein paar Tage. Wirst sehen, es geht schnell vorbei. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Sei tapfer, Schatz. Sei stark. Du bist so stark. Jodie, ich weiß, es ist hart, alleine hier zu bleiben, ohne Familie. Aber hier haben wir eine gute Chance, rauszufinden, was mit dir passiert. Wir können dich hier beschützen, Jodie. Mich kann überhaupt niemand beschützen. Deine Sachen sind in der Tasche da drüben, siehst du? Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Okay? Gute Nacht, Jodie. Okay. Wo ziehe ich mich um? Ich hoffe, hier sind nicht auch noch Kameras drin. Komm, Barney Knuffel. Schauen wir mal, wo wir heute Nacht schlafen. Ich werde jetzt das Licht ausmachen. Gute Nacht, Jodie. Warte! Kannst du das Licht im Flur anlassen? Ich krieg sonst Angst im Dunkeln. Klar. Wie ist das? Gut. Gute Nacht. Nacht. Hab keine Angst, Aiden. Wir werden jetzt einfach einschlafen. Und es wird uns gar nichts passieren. Ich kann nicht schlafen, Aiden. Ich glaube, ich brauche eine Geschichte. Thank you.
Jody! Hol den Doktor! Sofort! Ist okay. Es wird wieder gut. Aiden hat jetzt keine Angst mehr vor den Monstern.